So, hier haben wir den. Das. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch etwas anderes. Und zwar. Wie mache ich diese Bricks? Ich glaube aus Stein? Aus Steinstein, ne? Ja, ich glaube aus. Genau, aus Steinstein. Toolforge. Hast du gerade unten links Stein hingehauen? Ich hab nichts dahin gehauen. Nee. Ich hab falsch geguckt. Spast. Ja. So und so. Und dann. Franz? Ja. Geht's dir gut? Ja, vielleicht. Ja. Nein! Mir fehlt einmal Holz. Adrian! Holz haben wir in der Adrian! Scheiße, das war. Ach Mann, Franz, ey. Was machst du? Brauchen wir irgendwo noch eine Truhe? Was machst du denn schon, Basti? Ach, ich mach nur Kram. Ah. Ich mach immer nur Kram. Kram. Mann. Kram. Let's do this. Was? Bitte? Ich weiß nicht, warum ich jetzt durchs Portal geflogen bin. Wieso habe ich keine Seed Bricks mehr? Nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Wieso können Sie mir das nicht sagen, Herr Franz? Das ist ziemlich wumpe ist. Aha, okay, das leuchtet natürlich ein. Was? Haben wir eigentlich hier irgendwo noch? Ah, es ist so schön, auf dem Weg herumzuschlendern. Ah, ich wollte mir eine Sichel machen. Ah, du wolltest dir eine Sichel machen? Jo. Auch wieder. Will wieder ein bisschen. Was habe ich hier eingestellt? Weghauen. Oh Mann. Polymorphic? Oh. Ja. Okay. Ich schätze es. Polymorphic so. War alles, was schon drin ist. So. Das so ein bisschen, wenn ich vergesse, wie. Danke. Ich hab's, Basti, ich hab's. Du hast es. Ich weiß jetzt wieder, wie eine Sichel geht, ja. Geil. Oh, das finde ich gut. Das ist super. Das finde ich richtig gut, ey. Was ist denn das hier? Ihr lieben Bäumchen. Silbererz? Lead. Warte mal. Das kann doch nicht richtig sein, ey. Ey, ist Silbererz und Lead. Tin, Copper, Aluminium. Ah, siehst du? Silbererz. Und Lead. Muss ich da natürlich noch mit dazufügen. Silber, Lead. Das finde ich ja nicht nett. Silber Lad. Wie denn? So. Nehmen wir die. Ich bin eine Fledermaus. Ich habe einen Otto-Motorantrieb. Oh, da kribbelt die Nase. Achso, ist ja sogar schon Lead drin. Ach, das ist ja toll. Wozu brauchen wir eigentlich die Rubber Trees? Zum Rubbern, ist doch ganz klar. Aber bisher hat noch niemand rubbern müssen wollen können. Doch, ich hab's letztens gebraucht. Ich weiß nicht mehr für was. Ich auch nicht mehr. Okay, das funktioniert soweit. Hier ist noch immer Lead drin. Okay, haben wir denn Silber hier auch in der Truhe? Na klar, schon Tin, bestimmt. Tin, Silber. Okay, haben wir tatsächlich. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viele? 4 mal 9 sind... Ich war nah dran. 36. Das ist so schnell gerechnet. Ich war gut in der ersten Klasse in Mathe. Was? Musstest du auch das 1x1 auswendig lernen? Nein. Echt musstet nicht? Ihr bei euch im Osten das 1x1 auswendig lernen? Ja. Nee.
Bei uns wurde immer von Grund auf gesagt, nicht auswendig lernen, sondern logisch denken. Ja, nee, das war bei uns nicht. Das macht deswegen nämlich überhaupt keinen Sinn, dieses auswendig lernen. Ja, das war Käse. Das war richtig. Echt so lustig. Ich hatte, ein paar Leute haben das dann halt auswendig gelernt. Und als es dann plötzlich über die 100 ging, da haben sie überhaupt nichts mehr verstanden. Die waren halt am Anfang richtig gut, weil sie halt sich wirklich einfach alles nur auswendig gemerkt haben. Ja. Aber letzten Endes überhaupt nicht verstanden haben, worum es eigentlich ging in Mathe. Ja, nee, bei uns war es halt so, wir mussten das kleine 1x1, also das bis 10 quasi, ja, mussten wir auswendig lernen. Und dann wurden wir dann wurdet ihr in die Berufswelt entlassen. Dann waren wir fertig für den Osten. Ja. Dann wurden wir einzeln nacheinander, ja, an verschiedenen Tagen oder auch gern mal an gleichen Tagen, vor die Klasse gestellt. Und dann hat uns der Lehrer gefragt, was ist 3x7? Und dann musste die Antwort so blitzschnell kommen, wie wenn du fragst, wie alt bist du? So 30. Ist das bei uns. Keine Seltenheit. Ja, wir sprechen hier immerhin von Thüringen. Nein, aber das, weißt du, so lief das bei uns. Okay. Nee, finde ich nicht sinnvoll. Ist es auch nicht, aber auf mich hört ja niemand. Das ist ja genauso. Hast du damals schon gesagt, ne? Nee, damals fehlte mir die Selbstreflexion. Ganz, ganz, ganz einfach. Aber als ich dann auch in der Universität oder jetzt halt im Studium, beziehungsweise dann später, früher im Abi, ich habe ja erst mein Abi gemacht und dann meinen Bachelor. auf jeden Fall war es halt so, dass ich immer gesagt habe, dieses Auswendiglernen bringt sowas von überhaupt gar nichts. Na. Vor allen Dingen, weil ich ja in den Geisteswissenschaften studiert habe. Und da ist ja sowieso immer, dass du nachdenkst, dich über so die Welt nicht auslässt, aber dass du eben über die Welt nachdenkst und dass du da schon verschiedene Theorien hast und dass du die in deine Betrachtungsweise einbeziehst, ja? So, und dann ist es halt totaler Käse, wenn du irgendwelche auswendigen Dinge hast, dass du sagen kannst, ja, der und der hat das und das gesagt und dann stehst du da und hast aber auch keine Ahnung, was der tatsächlich gesagt hat, weil du das einfach auch nicht anwenden kannst. Ja, weil alles, was passiert, entzieht sich so ein bisschen dem, was man dir vorher in der Schule beigebracht hat. Dieses selbstständige Denken. Mhm. Das ist halt nicht mehr drin. Das war für mich auch während des Abis halt mega ätzend. Ja. Generell ist Schule ätzend. Muss man ja mal sagen, Schule hat eindeutig irgendwo den Punkt nicht mitgekriegt, wo sich hätte die Schule weiterentwickeln sollen. Wahrscheinlich, ja. Die Bildung. Ja. Weil, was habe ich letztens gelesen? Auf Twitter werden ja auch durchaus mal nützliche Dinge geschrieben. Darf man uns beiden übrigens auch mal folgen, nur mal so. ja, wo wenn nicht hier für Werbung, ne? Aber jetzt mal ernsthaft, da schrieb halt eine angehende Studentin so. Ach so, ja. Ja, genau, ne? Ja, hier, ich das kann, hab ich auch gelesen. Ich kann Gedichtinterpretationen in vier Sprachen schreiben, ja, aber kann meine Steuererklärung nicht machen und keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist richtig. Ja, also. Also ich verstehe, dass man Gedichtinterpretationen, dass man verstehen muss, was man da machen soll. Ja, dass man das vermittelt kriegt, keine Frage. Mhm. Aber es ist halt auch so ein Ding, in Deutschland wird sich das Steuerrecht wird sich nie und nimmer in den nächsten 100 Jahren ändern. Nee. Ja, er hört Deutschland auf, Scheiße zu wählen. Ja. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber ansonsten, das ist, weißt du, und dann kommen die Leute aus der Schule und haben einfach keine Ahnung. Ja. Ich hab mir halt schon überlegt, ja. Ich habe halt auch so ein bisschen was darüber gelesen und auch so ein paar Meinungen zu dem Thema gelesen. Und also ich bin grundsätzlich ja ihrer Meinung, ne? Das fand ich ja auch immer nach der Schule irgendwie scheiße. Man hat irgendwie nicht so richtig Ahnung vom Leben, sozusagen. Mhm. Aber dann hat irgendjemand halt auch gesagt, also der war halt ein bisschen krass, der hat aber geschrieben, so von wegen, es ist ja wohl der größte Witz, dass seit wann ist die Schule dazu da, einen aufs Leben vorzubereiten? Die Schule ist dazu da, einen auf Unternehmen vorzubereiten. Und damit hat er, also ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gesagt von ihm, aber er hat tatsächlich zu einem großen Teil recht,
Die Schule ist nicht dazu da, dich aufs Leben vorzubereiten. Aufs Leben solltest du eigentlich von deinen Eltern vorbereitet werden. Und so. Das stimmt, aber ich finde, er hat es falsch, er hat's falsch ausformuliert, denn die Schule ist nicht dafür da, um dich aufs Unternehmen vorzubereiten. Überhaupt also auf nicht. Die Berufswelt. Ja, nee, auch das nicht. Auch das nicht. Bildung bedeutet nicht, dass du später einen Beruf ergreifen kannst, der sinnvoll ist oder wie auch immer. Ja. Bildung bedeutet im Endeffekt, dass du dich im Denken ja, weiterentwickelst, in deinen ja. Grundkenntnissen. Weißt ja. du? Und nur weil wir halt so eine scheiß kapitalistisch orientierte Gesellschaft haben, die auch im Studium eben Fuß fasst und so weiter, müssen wir ausgebildet werden, um dann später beruflich eingesetzt zu werden. Aber so, eigentlich ist die Ausbildung ja dafür da, dass man sich persönlich weiterentwickelt. Na. Das ist halt das Ätzende. Na, stimmt. Aber, nee, aber und eigentlich er hat recht. Also, ja, er hat jetzt tatsächlich falsch formuliert, da muss ich dir recht geben. Aber grundsätzlich ist es ja auch richtig. Also die Schule ist letzten Endes, also sie bereitet einen zwar auch aufs Leben vor, aber nicht auf diese praktischen Sachen. Genau. Aber man lernt ja in der Schule, das Größte, was man halt lernt, ist überhaupt selbstständig zu denken, nach Möglichkeit. Also richtig. Wenn man die Schule richtig macht, wenn man halt nicht nur auswendig lernt, sondern wenn man darüber nachdenkt, was man so erzählt und wenn die Lehrer gut sind und so weiter und so fort. Wenn, ne? Aber so die Grundidee ist tatsächlich, es bereitet einen ja tatsächlich aufs Leben vor. Und die Sache ist die, wenn man in der Schule nicht so ein auswendig Lernmensch ist, sondern die Schule für das nutzt, wofür sie da ist, nämlich selbstständig Freunde. Zu denken, sich Freunde genau, und auf dem Klo kiffen, rauchen. Saufen. Ja. Genau, dann, also wenn man tatsächlich so ein bisschen darüber nachdenkt oder tatsächlich dadurch sein Hirn so weit trainiert, dass man tatsächlich selbstständig denkt, dass man sich auch selbst, zum Beispiel müsste man ihr theoretisch, die dir das geschrieben hat, müsste man zum Vorwurf machen, Alter, dann bist du doch anscheinend ziemlich blöd, dass du es nicht hinbekommst, das Internet anzumachen und dir die Sachen anzulesen. Letzten Endes ist dafür ja auch die Schule da, dass du das dann recherchieren kannst. Lernen. Dass du dann selbstständig Dinge, stimmt, ich kann mich ja nicht hinlegen, weil ich noch immer du bin, verdammt, als ich stehe da. Das geht nicht voll der Back. Selbstständig Probleme zu lösen. Und letzten Endes ist es ja, wenn ich meine Steuer schreiben muss und das noch nie gemacht habe, dann muss ich selbstständig es hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Ja. Aber man muss dem auch zugute führen, wer mal eigenständig das erste Mal seine Steuererklärung formuliert, Ja. Das ist der größte Scheiß seit Einführung eines Anal-Dildos mit der Kinderarbeit. Nee, mit, weißt du, der halt umgedreht groß ist, der halt vorne dick ist und hinten dünn. Ja, ja. Kinderarbeit finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Nee, aber es ist, Arbeit ist, es ist ja, ne, grundsätzlich hat sie ja recht. Also ich wäre auch dafür, dass es in vielen anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel, ich kenne zwar das amerikanische Bildungssystem nicht, aber ich bin der Meinung, dass es da zum Beispiel auch so praktische Fächer gibt. Die sich eben mit so praktischen Dingen auseinandersetzen. Ja. Und was ist denn jetzt los? Und ich bin der Meinung, dass es tatsächlich in Deutschland einfach auch mal es geben sollte. Vielleicht nicht kochen oder sowas. Das finde ich ein bisschen gut in der Grundschule vielleicht mal oder so, aber Ich finde sowas, so, nicht nur so Hand- oder Hausarbeiten, sondern eben auch sowas, wo man bewusster lebt, weißt du, dass man nicht nur sieht, je nachdem, was man eben zu Hause auf den Tisch kriegt, eben eine Alternative, weißt du, dass man sieht, wenn ich jetzt das hier in den Topf tue, dann kann ich daraus was Cooles kochen, dann kann ich tatsächlich da irgendwie mir selbst Essen zubereiten und daraus wird Essen gemacht oder daraus, keine Ahnung, ist meine Wurst gemacht oder so, weißt du? Und ich finde, da sollte die Schule mindestens in den ersten paar Jahren eingreifen. Einfach, um eine Alternative zu zeigen zum etwegen Haushalt. Aber ja. Ich hab wirklich schwierig. Was denn? Ich habe da gerade mal Stein aus der Truhe genommen. Die ist, der Stein ist jetzt Oh, fuck. Da. Ja? Ich habe aus dem Ofen genommen und der Stein ist jetzt in der Truhe, so rum. Okay. Was ist denn das für ein Stein? Na, der Steinstein, genau. Oh, okay. Steinstein. Ja. So. Aber es ist,
Dieses Bildungssystem in Deutschland ist auf jeden Fall überholungsbedürftig und ich finde es schade, dass da einfach nichts passiert oder halt nur sowas passiert, dass das keine Auswirkungen hat oder wenig Auswirkungen. Ist halt schade. Das ist so vergebene Chance. Es ist halt auch schwierig, ne? Also es ist halt schwierig. Ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung.